Hey ho, herzlich willkommen Leute, ich bin's wieder, Tivus RP. Und ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, das war der chinesische AK-47 Fury Trailer. In China heißt sie Wild Beast, soweit ich weiß. Eine englische Version, beispielsweise, naja, was ich eher bezweifle, eine deutsche Version dieses Trailer wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ich bin gespannt. Vielleicht wird es das geben, wer weiß, wer weiß. Die AK Fury selbst an sich ist eine VIP-Waffe, somit auch die erste VIP-Waffe, genauso wie die Beast natürlich nicht zu vergessen. Ihr werdet also VIP-Member. Dadurch, dass die Waffe VIP ist, hat sie eben halt diese Funktion. Das ist wirklich gut gemacht, denn die AK Fury oder Beast, die gehen einfach nicht kaputt, die nehmen keinen Damage nach dem Spiel. Und das machen diese Waffen so besonders. Zudem, wenn ihr zum Beispiel gestorben seid, dann liegt sie nicht auf dem Boden, also andere können sie nicht aufgraben. Erst wenn ihr G drückt oder eben halt Drop the Weapon-Taste, keine Ahnung. Ihr müsst sie erst hinwerfen, bevor ein anderer die überhaupt bekommen kann. Aber ich weiß auch nicht, wie die das jetzt sich vorgestellt haben mit VIP, ob das jetzt man raussieht oder keine Ahnung. Vielleicht sieht man das auch nur in-game, wer die Waffe eben halt bei sich trägt. Aber alle, die sich die Beast vorbestellt haben anstatt der Fury, haben einen schon großen Fehler begangen, denn die Beast und die Fury sind beide für Vorbesteller für 25% reduziert. Die Fury kostet, also reduziert, oder kostete vorgestern, 93.750 ZP und die Beast jedoch nur 75.000 ZP. Jetzt denkt man sicherlich, aha, man hat sicherlich Plus gemacht, also eben halt nur 75.000 ZP bezahlt. Jedoch würde man jetzt beiden plus 25% ZP mehr anrechnen. Ergibt das bei der Fury ungefähr 118.000 ZP. Damit hätte man ungefähr 24.000 ZP gespart. Bei der Beast ergibt das plus 25% ungefähr 95.000 ZP. Es hätte sich so oder so mehr gelohnt, dass ihr euch die Fury kauft anstatt die Beast, denn die Beast wird später genauso viel kosten wie die Fury jetzt. Also, und sicherlich die Beast, ja okay, man hat sie jetzt reduziert für 75.000 ZP, aber dennoch ist 75.000 ZP viel. Ich meine, das gibt ihr doch nicht einfach so einen Wildfremden, oder? Ich meine, das sind knapp an die 50 Euro oder sowas, keine Ahnung. Und ich meine, das gibt man nicht einfach so weg. Ich meine, das ist schon echt hart viel Geld. Für mich besonders, weil ich bin jetzt nicht wirklich der Bonsenhaftige, aber na schön. Die Fury und die Beast sind wirklich schöne Waffen. Zudem haben die Extras. Die Fury hat eben halt das Extra, man selbst bekommt 200% extra Erfahrung. Jeder Match bekommt 30% mehr GP und 20% mehr Erfahrung. Und die Fury besitzt die Fähigkeit, und das ist besonders geil, nämlich vom letzten Spiel die Kills und Deaths zu löschen. Somit könnt ihr ungelungene Spiele, das First Game, 101s oder sonstige misslungene Spiele an eure KD nicht anmerken lassen. Zudem bekam jeder Vorbesteller der AK-47 Fury 20 Legendary Dragon Crates. Und die Waffe besitzt noch ein leuchtend rotes Auge, das bei Bewegungen eine Lichtlinie hinterlässt oder eine Lichtspur. Dadurch kann man besser unterscheiden, ob da die Fury oder die Beast am Start ist. Aber das hat keine wirkliche Funktion. Sieht bloß cool aus. Bei der AK-47 Beast sieht das wieder anders aus. Ihr bekommt auch 200% mehr Erfahrung. Jedoch, die anderen im Match bekommen nur 10% weniger davon. Also jeder bekommt 20% mehr GP. Nicht 30% GP wie bei der Fury. Zudem bekommen die anderen auch nur 10% Erfahrung, nicht 20% Erfahrung, also 20% mehr Erfahrung wie bei der Fury. Für die Vorbesteller der AK Beast bekam jeder 10 Legendary Dragon Crates. Ist ein bisschen wenig, aber ich meine, es hat sich so oder so mehr gelohnt, die Fury zu holen, oder nicht? Sie macht einen deutlich anderen Eindruck, sie wirkt jetzt mehr bosshafter. Denn allgemein, dass diese neu designt wurde, und das wirklich gut neu designt wurde, hat die AK ein neues Knife vorne dran. Es ist vergoldet und hat die Form eines Säbels, so in etwa, denn ich weiß jetzt nicht ganz, was für eine Form das sein soll, aber ich würde sagen, eines Säbels. Es ist zwar nicht so lang, aber es sieht so aus. Der Rücken, also da wo ein Scope eigentlich rauf montiert werden kann, da gibt es kein Scope, sondern da sind einzelne Schuppen, Metallschuppen. Und der Frontgriff, der Handguard oder einfach Vorderteil der AK wurde mit einem Kopf des Drachens übersehen. Zudem ist die AK Fury oder Beast ist Silber. Hauptteil ist Silber, Metall ähnlich. Und an den
meisten Kanten, an den meisten Kleinteilen sind goldene Verzierungen dran, ne? Oder eben halt goldene Kanten gibt es. Und das ist wirklich cool designt worden. Also mir gefällt das richtig gut. Anstatt einfach nur komplett Silber oder komplett blank Gold, wurde diesmal mit beiden Farben eben halt was rausgefischt. Und das sieht wirklich gut aus. Ich muss sagen, die Beast und das Video haben einen Daumen hoch verdient. Ja, auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, zurzeit gibt es keine bessere AK, glaube ich, für mich. Denn die AK Fury ist einfach nur eine arschgeile, harte Waffe. Ihr könnt damit knifen, wenn ihr zum Beispiel der Gegner, wenn er vor euch ist, könnt ihr ihn gleich knifen. Denn das AK-Knife hat eine besondere weite Reichweite. Ich kann das gar nicht messen. Ich denke mal fast genauso wie ein Katana oder wie eine Schaufel. Das ist schon echt hart weit. Die AK ist einfach nur eine schnieke Waffe. Und für mich ist es wirklich einer der besten AKs. Also AK Fury und Beast ist, glaube ich, einer der besten AKs jetzt. Sie geben einfach ein geileres Gefühl ab anstatt der normalen AK, denn ihr seht sicherlich schon im Video, wenn man jetzt zum Beispiel zur sekundären Waffe wieder wechselt und dann zur primären Waffe wechselt oder eben halt spawnt, zum Beispiel jetzt, ich sag mal so, Desert zu AK Fury oder Beast, dann holt er sie vom Rücken hervor und nicht einfach von unten oder switcht sie sonst wie hoch, so wie die Winchester oder sowas. Nein, es ist jetzt neu gemacht worden. Also die AK Fury und die Beast werden beide wie die Remington, glaube ich, so war das, aus dem Rücken geholt, von dem Rücken hervorgeholt. Und dann könnt ihr gleich losschießen. Er zieht nicht noch unnötig am Nachladehebel und dann schießt er. Nein, das Nachladen ist auch sogar deutlich interessanter geworden, denn er nimmt die Waffe, schießt es leer, stößt das mit dem neuen Magazin weg, das alte Magazin. Es springt nach vorne raus, ihr steckt es rein, er schwenkt sie zur Seite, also links zur Seite. Dann zieht er einmal am Nachladehebel, also lädt er nochmal nach, die neue Kugel hoch. Und dann kann es gleich weitergehen. Ihr könnt einfach raufballern. Der Klang der Beast ist einfach nur hart geil. Der Klang der Fury und der AK Beast ist neu gemacht. Ich finde das richtig geil. Neue Waffe, neues Sound dazu. Also, was gibt's da Besseres? Ich finde das so einfach geil gemacht. Deswegen habe ich mich auch so für dieses Video vorbereitet. Extra für euch und extra, um Freude zu verteilen damit. Es bockt auf jeden Fall hart damit zu zocken, denn allgemein, dass jetzt zwar jeder damit rumläuft, aber später vielleicht legt sich das ein bisschen. Und was noch geil ist, ist, dass einfach, ihr bekommt ja diese extra Crates und wenn ihr jetzt daraus nochmal was gewinnen würdet, dann habt ihr eigentlich Plus gemacht. Und ich meine, für den Preis, naja, ihr werdet nicht enttäuscht, dass ihr nichts bekommt. Also, ich meine, eigentlich dreht man für so viel CP schon eigentlich. Und dann gewinnt man da was raus oder eben halt auch nicht. Und das ist eben halt kein Zufallsding. Da gewinnt ihr wirklich was und das ist auch wirklich gut so. Falls ihr dann nochmal dreht, die Legendary Crates, die ihr ja dazu bekommt, und dann was rausbekommt, dann ist das ganz schön gut. Also dann habt ihr echt Glück gehabt, denn die Crates wird es so gut wie gar nicht mehr geben, denke ich mal. Und falls ihr dann doch nichts gewonnen habt, habt ihr dennoch eine verdammt gute und vor allem glamouröse Waffe, die es in sich hat. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann holt sie euch, denn ganz ehrlich, lasst euch sowas nicht entgehen. Sowas ist Muss auf einem Account, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke! Und das war das erste informationsreiche Video über die Fury und Beast. Würde mich freuen über ein Like und lasst in den Kommentaren einfach mal ein Feedback da, wie ihr es fandet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn ich wollte es mal ausführlich und möglichst professionell gestalten. Auf Wiedersehen und bis dann. It's tea time, bitch!